Für einmal diente der Lindorfer Verkehrsübungsplatz nicht der Sicherheit im Verkehr, sondern war Austragungsort für lautlose und packende Seifenkistenrennen. 9 Racing-Teams hatten sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv mit der Planung, Konstruktion und dem Bau der Elektrorennkisten auseinandergesetzt. Die Mannschaften kamen aus Kirchheim, Nürtingen, Lenningen, Weilheim und Wendlingen. Jedes Team hatte einen eigenen Rennboliden entworfen und gebaut. Zum Teil mit Unterstützung aus den Gemeinden oder sogar mit Sponsorenhilfe. Einige Teams bauten auf 3 Räder, andere glaubten an die Stabilität mit 4 Rädern. Auf Leichtigkeit und Speed achteten die Konstrukteure besonders und so standen am Schluss windschnittige Rennwagen auf dem Verkehrsübungsplatz in Lindorf. Selbst der TÜV prüfte die Boliden, bevor sie fürs Rennen freigegeben wurden. Angelika Matt-Heidecker, Kirchheims Oberbürgermeisterin, hatte die Schirmherrschaft für das Rennen übernommen. Elektromotoren, denn heute geht es eigentlich nur noch elektrisch und wenn man auch in die Zukunft denkt, ohne elektrische Motoren wird es nicht mehr gehen. Ich wünsche viel, viel Freude, viel Erfolg und aufpassen, ich habe vorher gehört, ein hat es schon mal überschlagen. Der Renntag in Lindorf begann mit dem Slalomfahren. Dabei ging es für die Piloten darum, eine gewisse Strecke, die mit Pylonen zum Slalom ausgesteckt war, innerhalb kürzester Zeit und ohne Berührung zu durchfahren. Dies gelang den meisten Teams zwar, aber immer wieder gab es verschobene Pylonen oder Fahrfehler, die dann viel Zeit und damit den Sieg kosteten. Die Piloten freuten sich am meisten auf die 2 Parcoursstrecken. Da konnten sie das fahrerische Können unter Beweis stellen und mit ihren E-Rennkisten richtig Gas geben. Dabei galt es, die zahlreichen Kurven auf dem Parcours im Auge zu behalten. Klappte das nicht, gab es schon mal Berührungen mit den Puffern aus Autoreifen am Streckenrand. Doch die Rennfahrer hatten ihre Boliden im Griff und lieferten sich spannende Zeitrennen. Selbst ein Achsbruch während des Rennens war für die Teams kein Grund aufzugeben. Da wurden kurzerhand die Räder, wenn auch brachial erscheinend, entfernt und ersetzt. Die einzelnen Rennställe waren bestens eingespielt. Immer wieder gab es nach den Läufen Manöverkritik und Tipps, wie man die engen Kurven noch schnittiger fahren kann. Es war ein Renntag für die Elektroseifenkisten, bei dem am Schluss alle Sieger waren. Die Kfz-Innung Nürtingen-Kirchheim hatte das Rennen organisiert und machte damit spannende Werbung für die Ausbildungen in der Automobilbranche.